Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Airbrawl. Das hier ist die neue Map Stronghold. Die sieht ganz schön alt aus. Ich denke mal gemäß 1840 gebaut, ne? Sieht burgmäßig aus. Mann, diese kleine Ironie. Was ich aber hier schon entdeckt habe, ist, dass sie überall kleine Gassen sind. Also, da muss man hier wirklich schwer aufpassen. Wo man gerade reinfliegt, wie man hier sieht, sind auch überall Säulenhindernisse. Also man sollte auf jeden Fall hier bei der Map aufpassen. Sieht aber schön gebaut aus. Schön strukturiert. Was ich ja auch ganz lustig finde, sind die Riesenhammern. Also wenn man dann versucht, in die Mitte durchzufliegen, kann es sein, dass man zerquetscht wird. Meine lieben Maudis. Aber was mich hier auch noch gerade so stört, ist die Höhe. Also das Kampffeld ist begrenzt. Also ich würde mir wünschen, wenn man wirklich bis ganz nach oben fliegen kann, außerhalb der Map. Aber man sollte natürlich innerhalb bleiben, nur halt etwas höher. Das wäre wirklich vom Vorteil, gerade wenn man Sniper ist und sein Infrarot. Warn Infrarot Fernklasse. Dann könnte man mit schon schön von oben Absturzflug machen und einfach drauf losballern wie ein gestörter Psychopath. Aber ansonsten ist die Map an sich klein. Man hat zwar kleine Wege möglich, die aber zu einem Kreis führen. Das spricht zu jedem Kampffeld. Aber sonst sieht die Map eigentlich recht cool aus. Und ein paar Bugs wurden gefickt. Gefickt. Ja, gefickt. Gefixt. Aber sonst sieht es recht eigentlich gut aus. Was die Gegner angeht. Also. Die machen mehr Selbstmorde als Abschüsse. Das ist schon mal klar. Also das finde ich lustig. Aber ich muss selber sagen, ich bin selber hier gerade so nicht der Pro-Gamer in dem Spiel. Aber ich hab's ein bisschen drauf. Nee. Hier, da steht schon Return to the Battle. Ist ein bisschen klein, aber naja. Dieser Paulup spielt das eher am lustigsten von allen. Der macht immer die Selbstmorde am feinsten. Finde ich ganz schön lustig. Sonst ist eigentlich alles im Alten geblieben. Mein Flugzeug hat sich immer recht geändert. Das ist immer noch mein Favorit-Flugzeug. Die Abkürzung vom Favorit. Schon bemerkt. Aber ist aufgefallen, dass hier wirklich keiner eine Shotgun hat. Bei dem letzten Spiel waren da tausende von Leuten. Nicht übertrieben. Nicht übertreiben. Mann, was ein Deutsch. Und zwar hatte da wirklich jeder zweite Idiot eine Shotgun. Da hat es wirklich gar keinen Spaß mehr gemacht. Weißt du, dann spielt man sich schön ein. Da kommt da so ein Idiot mit der Shotgun. Kann ich verstehen, wenn einer sie hat. Aber dann hat sich jeder das angeguckt. Man hat es wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Das fand ich echt scheiße. Aber naja. Was soll's. Es gibt halt mal so diese Streamer, die alles nachmachen. Ich bin lieber außen vor und mach mein eigenes. Und versuche es mit meinem eigenen Flugzeug und meinen eigenen Geschützen zu verbessern. Wie man hier sieht, da sind schon so die kleinen Gassen. Boah, das war jetzt mal scheiße knapp. Meine lieben Maudis. Ihr Maulgassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da eigentlich Geheimverstecke, also Geheimwege. Bei den Sandmap gibt es einen Weg, da muss man in diesen Turm runterfliegen.
bis ganz unten zu dem Wasserbecken und dann nicht in den Wasserbecken reinfliegen, sondern gerade noch scharf nach oben biegen und dann irgendwo zwischen dem Kreisen ist ein Eingang, aber ein ganz kleiner Schlitzeingang, wo man gerade so reinpasst. Aber das sind Toren, man muss immer aufpassen, dass sie nicht schließen. Wenn man da reinfliegt, ist man schon direkt draußen, glaube ich. Also ich habe das noch nie ausprobiert, ich habe das Google gesehen. Aber müsste ich mal demnächst machen. Ah, dieser Paul Loop, die hatte voll drauf. Selbstmordraten vom Feinsten. Aber immerhin bin ich der Erste. Ich 6, Top 6. Aha. Oh. Naja. Was ich hier auch lustig finde, ist diese Kreuze. Diese Halterungsdinge. Die sehen denke ich lustig aus. Das Fadenkreuz. Umgedreht. Der Teufel kommt. Ja, irgendwie muss es ja stabil gehalten werden, ne? Ja, Paul Loop. Dann mach was draus. Versuch mich zu besiegen. Oh je, hat nicht geklappt. Tut mir leid. Also ich trau mich da wirklich nicht vorbei zu fliegen. Durch hindurch. Das wäre so ein hohes Risiko. Aber trotzdem, die Map ist auch ein bisschen klein, finde ich. Die hat ein bisschen größer gemacht. Ah, jetzt kommen direkt zwei Stück. Wow, das war wieder knapp. Ich schaffe es. Komm schon. Und wir schaffen. Meine Stats sind besser geworden. Ich weiß gar nicht. Letztens waren die echt für den Arsch. Da konnte ich mich auch gar nicht konzentrieren. Das war echt hart. Guck da zum Beispiel das und ein Fingerweg. Siehst du, mach mal einmal eine Graffiti-Bombe. 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 Dann hat man da schon verloren. Das ist der Vorteil. Flugzeug. Wenn man bei so engen Maps ist, dass man diese Graffiti-Bombe gut ausnutzen kann. Und muss.